Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Im Mai 2011, zwei Monate nach dem Reaktorunglück von Fukushima, hat der Bundesrat entschieden, dass in der Schweiz keine neuen Kernkraftwerke mehr gebaut werden dürfen. Am 27. November, also gut 5,5 Jahre später, geht es jetzt darum, abschalten oder weiter brauchen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Wie lange sollen die bestehenden AKWs in der Schweiz noch weiter betrieben werden? Geht es nach den Initianten, müssten 3 von den 5 Reaktoren bereits 2017 vom Netz. Die Initiative verlangt nämlich eine Beschränkung der Laufzeit auf 45 Jahre. Bringt das mehr Sicherheit oder generiert es vor allem unnötige Kosten und droht sogar eine Stromlücke? Pro und Contra Atom-Ausstiegsinitiative diskutiere ich diese Woche mit meinen Gästen. Martin Bäumle, Zürcher Nationalrat und Präsident der GLP Schweiz. Und bei uns ist auch der Zürcher FDP-Nationalrat, Direktor vom Schweizerischen Gewerbeverband, Hans-Ulrich Bigler. Er präsidiert seit diesem Jahr auch den Verein Nuklearforum Schweiz. Grüezi miteinander. Herr Bäumle, die heutige Regelung mit einer unbefristeten Betriebsbewilligung löst laufende Investitionen in die Sicherheit auf der einen Seite, laufende Überprüfungen durch die Aufsichtsbehörden aus. Warum bedeutet Laufzeitbeschränkungen oder warum gibt uns eine Laufzeitbeschränkung mehr Sicherheit als die heutige Regelung? Also die heutige Regelung hat natürlich ein paar Lücken. Und die Lücken haben wir schliessen mit dem Langzeitsicherheitskonzept. Ich bin überzeugt, wenn wir das im Parlament legiferiert hätten, hätten die Grünliberalen bei der Initiative allenfalls nicht mehr mitgemacht, beziehungsweise wären wahrscheinlich zurückgezogen worden. Jetzt haben wir eine unbestimmte Situation. Es wird nicht sicher in die Sicherheit investiert, es gibt keine gesetzliche Garantie. Und auf der anderen Seite sind die Kraftwerke ursprünglich ausgelegt für 40 Jahre. Und jetzt wissen wir nicht, laufen es 50, 60, 70 Jahre. Das ist völlig offen, solange sie sicher sind. Und das ist die Definitionsfrage, die dann sehr umstritten ist, vor allem wenn das Geld knapp wird bei denen, die für die Sicherheit investieren sollten. Herr Bigler, ihr sagt, es wird laufend überprüft. Solange die Atomkraftwerke sicher sind, soll man sie betreiben. So wie das jetzt vom Herrn Bäumle sind die Überprüfungen aber alles andere, als so, dass es sicher wäre. Die Ausgangslage ist die, dass wir im Gesetz ursprünglich festgelegt haben, wir bauen KKW, die müssen Sicherheitsanforderungen einhalten und erfüllen, die vom Staat her überprüft und gefordert werden. Und im Moment, wo sie die Sicherheitsanforderungen nicht mehr erfüllen, müssen sie vom Netz. Wenn sie sie aber erfüllen, dann können sie so lange dranbleiben, wie sie eben sicher sind. Das Konzept hat dazu geführt, dass man massiv in die Sicherheit laufend investiert hat, dass man laufend Verbesserungen hergebracht. Es sind schweizweit in dieser Laufzeit, die wir jetzt haben, über 6 Milliarden Franken investiert worden in die Sicherheit. Und ich gehe davon aus, dass das ENSI, das ist die Behörde, die die Sicherheit überprüft, so gute Fachleute hat, die so unabhängig sind, dass die AKW sicher sind. Und im Moment, wo sie es nicht mehr wären, wird das vom Netz genommen. Und das heisst in der Konsequenz, und das finde ich ganz entscheidend wichtig, mit diesem Konzept ist sichergestellt, dass KKW-Betreiber ein Interesse haben, in die Sicherheit zu investieren, weil die Investition kann ja eben amortisiert werden. Wenn wir jetzt aber, wie das die Initiative vorschlägt, eine Beschränkung haben in der Laufzeit, dann sinkt natürlich das Interesse, dann wird man noch das Minimum machen. Das heisst, es wird eigentlich unsicherer mit dieser Ausstiegsinitiative. Gut, das ist schon eine lustige Aussage, weil an sich ist Fukushima sicher gewesen. Das haben wir alle Anforderungen erfüllt, passiert ist trotzdem. Das ist mal Punkt Nummer 1. Das zweite ist die Langzeitsicherheitskonzeption. Das hat das ENSI gefordert. Sie wollen eine gesetzliche Grundlage. Das ist wie wenn man sagt, FINMA kommt vor 08 und sagt, wir hätten gerne mehr Eigenkapitalanforderungen. Dann kommen die Grossbanken und sagen, nein, wir machen das schon selber, wir wollen nicht drin uns reden. Und dann passiert die Finanzkrise. Genau an dem Stort stellen wir heute. Die Aufsichtsbehörde sagt, wir haben das wollen. Und das Parlament hat auf Empfehlung der Betreiber letztlich, nämlich um sie zu schützen, gesagt, wir machen es nicht. Es gibt jetzt eine Positivklammer, dass man versucht, in der Verordnung das im Nachhinein teilweise zu korrigieren. Da bin ich sehr froh. Aber die ist noch nicht in Kraft, ist noch nicht garantiert, ist von den Betreibern noch nicht akzeptiert. Das heisst, im Moment ist einmal klar,
Man hat eben nicht aufs Ensi gehört, eben genau nicht auf die Sicherheit haben, sondern man hat auf Betriebe gehört, die gesagt haben, wir wollen das nicht. Das ist ein entscheidender Unterschied. Nein, der entscheidende Punkt ist, was ihr gesagt habt, dass man das tatsächlich auf Verordnungsebene lösen tut. Dass man jetzt eine Zeit braucht für die Umsetzung dieser Massnahmen, ist der politische Prozess geschuldet. Das ist insofern eigentlich ein ganz normaler Ablauf. Und die Auflage wird entsprechend gemacht. Aber im Unterschied zu euch, die das auf der Gesetzesebene wollen, tut man es auf Verordnungsebene. Wichtig ist für mich aber eben nicht, das ist nämlich ein bisschen eine Diskussion um das Kaisersbad. Wichtig ist mir nicht, was steht, sondern das steht und das ist so vorgesehen über den Verordnungstext. Kann man dann, wenn man sagt, ist ja egal, wo man die Laufdauer ansetzt, ob man sie bei 35 oder 45 Jahren ansetzt, kann man dann eigentlich alle über einen Leist schlagen? Macht das Sinn? Oder müssen wir es vielleicht nicht gleich individueller anschauen, mit individuellen Kriterien und sagen, okay, das erfüllt es noch, das läuft jetzt vielleicht 5 Jahre länger und das ist jetzt quasi die Mäntigungsausgabe, das läuft jetzt halt 5 Jahre weniger lang. Ganz genau, die Langzeitsicherheitskonzeption in der gesetzlichen Grundlage hat genau das gebracht. Aber das haben wir jetzt nicht. Das haben wir nicht. Also darum gibt es jetzt eigentlich für mich nur eins. Safety first. Die Dinge sind 40 Jahre ausgelegt gewesen. 45 Jahre ist eine relativ radikale Anforderung. Ich bin nicht der grosse Freund und sage, die Initiative sei ganz, ganz simpel und ganz, ganz realistisch. Sie ist relativ hart formuliert. Aber es ist ein machbarer Weg zu sagen, okay, wir fahren vor allem die Kleinen, die grössten Risiken sind, fahren relativ schnell runter. Mühleberg ist eh schon geplant, Betznau steht eh schon, also ändern nicht viel. Und die Grossen tatsächlich kommen früher vom Netz wieder, als man vielleicht hätte können, die betreiben, weil die hätten vielleicht 50 Jahre oder mehr betreiben, wenn man sichergestellt hat, dass die Nachrüstungen auch gemacht werden. Stimmt einfach nicht, wenn ihr sagt, 40 Jahre sind eh schon eine lange Laufzeit und unterstellen, dass man in dieser Zeit nichts gemacht in Bezug auf die Sicherheit. Man hat massiv investiert in die Sicherheit und insofern kann man sagen, das Konzept, das wir heute haben, entspricht nicht mehr dem, wo die KKW ans Netz geschaltet wurde. Die Anforderungen hat man ja auch hochgeschraubt. Zum Beispiel nach Fukushima hat man einen Stresstest gemacht, europaweit übrigens, also nicht Schweiz für sich alleine, sondern europaweit. Und das ist ja hochinteressant. Die schweizerischen Werke haben europaweit sehr gut abgeschnitten. Also die Standards werden tatsächlich eingehalten und das sagt mir eben, die Investitionen in die Sicherheit, die sind sehr gut gemacht worden und sie funktionieren. Und darum habe ich keinen Anlass, den Experten nicht zu vertrauen und kann davon ausgehen, dass die Sicherheit tatsächlich gewährleistet. Also gebe ich absolut recht. Heute ist die Sicherheit gewährleistet. Zum Glück, die Schweizer Kraftwerke sind die besten auf der Welt. Aber wir haben bisher auch genug Geld gehabt, weil man hat immer jeden Franken, den investiert hat, können am Strombezüger ablasten. Produktionskapazitäten. Jetzt wissen wir, dass jedes Kraftwerk Defizit garantiert. Jede Kilowattstunde kostet man leid drauf. Das heisst, man wird genau müssen überlegen, als Unternehmung nur das zu investieren, was zwingend ist, und das andere nicht zu machen. Und genau dort fangen die Risiken an, mit der Liberalisierung im Markt. Und darum wäre jetzt die Sicherheitskonzeption viel entscheidender, weil die Vergangenheit, wo tatsächlich das zum Teil freiwillig gemacht worden ist, ist wie Swissair zum Übergang in der Liberalisierung, wo es nachher mit den Crossair-Problemen geht. Das stimmt so nicht. Mit dem Konzept, das wir haben, wird sich die Unternehmung überlegen, wie viel ich investiere, damit ich die Investition rentabilisieren kann. Gegeben ist immer die Sicherheitsanforderung des ENSI. Oder dort wird nicht gerüttelt. Also die Behörde sagt, das muss erfüllen. Wenn jetzt ein KKW sagt, nein, ich will nicht mehr so viel investieren, dann erfüllt es die Anforderungen des ENSI nicht. Und dann kommt es eben zum Berechtigten abschalten, weil dann die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Aber Herr Bigler, wenn jetzt gerade Leute, die nicht per se nur die Atominitiativen unterstützen, aber sich gleich Gedanken machen zum Thema, wenn man es gerade Fukushima anschaut und sagt, Sicherheit und Kernkraft, wenn man schaut, was für eine Zerstörungskraft so etwas haben kann, wenn dann etwas schiefläuft, ist eigentlich etwas, das nicht zusammengeht. Was heisst denn eigentlich, ein Atomkraftwerk sicher betreiben? Ja, natürlich hat man immer ein Restrisiko, das muss man gar nicht wegdiskutieren. Darum hat man ja auf der anderen Seite die Auflagen gemacht. Aber das, was an und für sich absehbar ist, das hat man von Anfang an in die Konzeption hineingetan. Also man hat beispielsweise ganz massive Erdbebensicherheit investiert, und zwar so, dass es sehr hohe Stärke an Erdbeben möchte geben. Wir haben nachgerüstet, wir haben nicht das Problem von Fukushima, also bei uns gibt es keine Überflutungen vom Meer her, aber wir haben überprüft, was muss man nachrüsten,
um Flussflutungen zu verhindern. Man hat die sogenannten Bunkersysteme eingeführt. Also man hat alles da, was man nur erdenklich möglich können machen, um die Sicherheit zu garantieren. Wenn wir vielleicht noch einen anderen Aspekt anschauen, Martin Bäumli, nebst dem Sicherheitsargument ist ja die ganze Stromsicherheit. Also momentan ist es rund so, dass die 5 Kernkraftwerke für 40% vom Strom, vom Schweizer Strom verantwortlich sind. Sie haben es schon angetönt. Eins ist bereits vom Netz und die anderen müssen dann relativ zügig, also 3 davon das nächste Jahr, von Netz genommen werden. Sind wir denn eigentlich auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, ja, ich will das nicht mehr haben, ich will das schneller haben, als es vorgesehen ist, sind wir dann überhaupt bereit, um das zu kompensieren? Also Strom haben wir immer genug, das ist überhaupt kein Problem. Ja gut, wir kaufen dann einfach ein aus genau, dem Ausland. Aber es werden, das ist das Interessante, wir reden jetzt darüber, es gibt eine Stromlücke, es gibt Probleme mit den Kapazitäten und der Winter wird Leibstadt nicht laufen, neben Pitznau 1. Sowieso das heisst, nicht, unabhängig das von der Initiative. Unabhängig von der Initiative läuft im Moment weniger der Winter und wir werden mehr Probleme müssen lösen, werden wir später müssen lösen. Und da haben wir noch Zeit, um das zu lösen, bis dann das kommt. Also nochmal, das kann kein Argument sein. Letzten Winter hat man festgestellt, was das Problem ist. Man hat falsch geplant mit den Transformatoren. Das hat man jetzt zum Teil erkannt. Also mit anderen Worten, von einem Blackout zu reden, ist schlicht und einfach Dummheit, ist völlig falsch. Was aber kein Geiss wegschlägt. Im Winter werden wir dafür Strom aus dem Ausland importieren. Physikalisch wird dann das Wasserkraft aus Süddeutschland und Atomstrom aus Frankreich sein, wo man ökologisch zertifizieren können. Aber man schlägt keinen Geiss weg. Im Winter, im Moment, haben wir nicht genügend Kapazität, um den Strom selber zu erzeugen. Haben wir aber auch heute nicht, weil heute wir sowieso 80% unserer Energie importieren. Das ist eine Realität. Also man muss einfach ehrlich sein und sagen, wir brauchen die AKW nicht für Versorgungssicherheit, aber der Import ist nachher einfach das, was folgt. Also gut, aber das wäre dann nicht alles erneuerbar und man kann alles erneuerbar machen, aber man wird physikalisch nie der Windstrom von Norddeutschland im Winter daherbringen physikalisch. Das ist klar, ist aber auch heute nicht so. Und das ist ein Unterschied, in dem Sinne müssen wir ganz ehrlich sein. Heute haben wir unsere eigenen Kernkraftwerke, die im Winter dann genug produzieren und nachher würden wir sie importieren. Gut, also die Versorgungssicherheit, die ihr immer bringt, wo dann eben das Blackout kommen würde, wenn wir jetzt die Initiative nehmen würde, also die kommt nicht, wir würden einfach mehr einkaufen. Also das stimmt nicht. Ja, also ich möchte vielleicht vorher noch einen anderen Aspekt einbringen. Oder? Wir sind uns einig, dass wir die Atomkraft, mit der Atomkraft aufhören wollen. Das legt auch die Energiestrategie 2050 so fest. Also stehen Sie jetzt zu der? Ich habe ja gestimmt im Parlament. Super, ja. Bin ich ja auch schon froh. Schade, hätte das nicht schon von Anfang an. Nein, das habe ich nicht gewusst. Das ist gut, schon mal ein Schritt. Ja, manchmal muss gut, man zu dem kommen wir noch. Wir müssen dann gleich noch sagen. Also, haben wir dort gesagt, wir wollen die Atomkraft so nicht mehr. Oder? Und jetzt geht es doch darum, dass wir 40% Atomstrom müssen ersetzen mit erneuerbarer Energie. Und diese Kapazitäten müssen wir aufbauen. Und das ist das Problem an eurer Initiative, dass man viel zu schnell viel zu viel will und eigentlich den Umbau nicht bewerkstelligen kann. Und jetzt zum Blackout. Ich bin mit Ihnen einverstanden. Ich würde auch nicht primär jetzt den Blackout in den Vordergrund stellen. Was mir Sorgen macht, und das macht mir auch Sorgen aus der Wirtschaft, das sind die Netzinstabilitäten und das ist das Netzproblem, das wir haben. Und warum funktioniert das mit Leibstadt so gut? Der Strom, den wir importieren, wird mit 380 Kilovolt importiert und das ist genau die Kapazität, die Leibstadt, oder die Spannung, die Leibstadt verarbeitet. Das wisst ihr natürlich bestens, oder? Beznau 1 und 2 und Mühleberg, die produzieren auf einer Kilovolt Höhe von 220. Das heisst, was wir importieren, müssen wir oben runter transformieren auf 220, damit man in der Schweiz den Strom kann transportieren kann. Und das ist die Schwierigkeit, die wir haben. Wir haben die Kapazitäten nicht. Wir haben auch nicht Netz, das diesen Transport sicherstellen kann. Also wir müssen nicht nur umbauen auf erneuerbare Energien, sondern wir müssen auch neue Netze bauen, die den Strom transportieren kann. Und das Dritte, das dazu kommt, es gibt der hat darauf hergewiesen, oder? Nicht in jedem Moment haben wir Wind und haben wir Sonne, wo dann die erneuerbaren Energien gleichmässig kommen. Also es gibt Instabilität und das muss ganz sauber ausgeglichen werden, damit physikalisch das Netz nicht zusammengeht. Und dort ist die Schwierigkeit. Und wenn ich jetzt noch mal schaue, letzte Woche, ein kleines Beispiel in der Stadt Zürich, wo ein Transformator vertätscht hat, zwei Kreise sind einfach mehrere Stunden im Dunkeln gewesen. Und was das nachher für die Wirtschaft heisst, oder? Nachher
in den Nachrichten gehört, wie die Detailisten geklagt haben, dass sie nicht mehr können abrechnen können, dass sie nicht mehr können verkaufen können, die Umsatzumfälle. Und das muss nicht sein, weil mit der Energiestrategie 2050 haben wir einen super definierten Weg, der zwar den Ausstieg ermöglicht, der aber eine Zeitspanne definiert, wo man eben den Umbau auch machen kann, wo man die Anpassungen, die schlicht nicht anders gemacht werden können, in aller Ruhe machen kann. Und eigentlich geht es darum, einen geordneten Umstieg so können zu realisieren. Das klingt jetzt so ein bisschen, als wäre das jetzt eine Zwängerei, die Atom-Ausstiegsinitiative. Das klingt jetzt so, wir sind ja grundsätzlich bei euch. Wir wollen ja jetzt eigentlich aus dem Atom, aus dieser Kernkraft aussteigen. Aber jetzt zwängen wir da auf schnell, schnell, bevor wir parat sind. Jetzt wartet doch, wir kommen dann schon. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr positiv, dass wir die Energiestrategie nachher weiter miteinander arbeiten können. Weil jetzt die gut, das zweite Massnahmenpaket ist ja noch nicht. Eben genau, wir haben noch nicht viel. Aber einfach vielleicht nochmal zu der Initiative. Ich meine, ich gebe zu, dass der Prozess eigentlich sehr, sehr schnell ist mit 45 Jahren. Ich hätte 50 Jahre lieber gehabt. Ich muss aber klar sagen, die drei Kleinen sind kein Problem. Eins steht, wie gesagt schon, das zweite geht 19 E vom Netz und beim dritten weiss man nicht, ob es überhaupt ökonomisch sich noch rentiert, es lang zu betreiben. Das heisst, das Problem mit der 220-Volt-Ebene, wo zu Recht besteht, muss mit Transformatoren sowieso rasch lösen, da ist man dran. Völlig unabhängig. Und die Netzproblematik angehen auf die Langfrist ist auch klar. Aber diese Zeit haben wir, bis eines der grossen Kraftwerke dann kommt. Und da hast du auch zu Recht gesagt, kein Problem, wir haben immer genug Importkapazität. Also eigentlich die zwei grossen sind von der Importkapazität kein Problem. Und die drei kleinen sind sowieso früher oder später weg. Und wir müssen die Netzstabilität, die 220-Volt-Ebene, müssen wir sowieso absichern. Das hat aber letztes Jahr zum Glück das heisst, erkannt. Das heisst, die drei kleinen quasi das nächste Jahr abstellen, das vertragen wir. Ja, es wird ja eine Übergangsfrist geben. Seien wir doch ehrlich. Wie verfassungstreu setzen wir etwas um, wenn das angenommen wird? Man wird diesen Betreibern nachher noch ein, zwei Jahre das Übergangsfrist so geben. Sagen. Das darf ich als Nichtinitiant sagen. Das ist sehr ein Abenteuer. Nein, ich weiss, dass die Initianten nicht bereit sind zu sagen, wir sind immer so, eine Annahme von Initiativen führt nachher zu einer Umsetzungsinterpretation. Und als Gesetzgeber müssen wir da nachfahren. Und es ist ja völlig klar, dass wir nicht am 1. Januar die Klebefeder abstellen, wenn wir im November abstimmen. Weil es macht auch keinen Sinn, weil es braucht eine gewisse Zeit, bis die überhaupt können ihre Stilllegungsübungen machen. Das ist auch eine Sicherheitsfrage. Aber sind wir uns einig, Martin Bäumle? Also wir sind doch schneller. Immerhin so, wieder, nein, so weit dran, dass wir eigentlich grundsätzlich, wenn wir einen Verfassungsartikel darüber abstimmen, dass wir den gerne möchten, umsetzen und uns jetzt nicht an diesen zwei, drei Beispielen, wo es jetzt halt schwierig ist, sagen, ja, wir stimmen jetzt mal darüber ab und dann macht man eh etwas ganz anderes, weil am Schluss geht niemand mehr abstimmen. Ja, nur bei der Gotthard-Geschichte haben wir eine Umsetzung null Lastwagen und wir haben 650'000 im Gesetz. Da muss ich sagen, wäre es verantwortbar zu sagen, die Kraftwerke laufen noch, also Betznau 2 läuft noch ein Jahr länger, Betznau 1 steht eh schon und Mühleberg kann vielleicht noch laufen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sowieso die Aussenbetriebnahme gemacht haben. Da bin ich der Meinung, so viel Offenheit muss auch von den Initianten irgendwann signalisiert werden, wie Initiative würde, wenn sie angenommen würde, nicht mit 80% angenommen, sondern knapp. Und dann kann man ein bisschen interpretieren. Und nachher haben wir auch Zeit, das alles super zu machen. Also man muss nicht an diesen fixen Zahlen rumspielen, sondern sagen, ist es machbar? Ja, es ist ehrgeizig, es wird kein einfacher Weg. Es gibt Import, jawohl, das gibt es. Das ist einfach die unschöne Sicht. Und der ist dann nicht nur schöner Schnur, das oder? Ist eben zu unehrlich. Das ist zu unehrlich an eurer Initiative. Das ist übrigens nicht meine Initiative. Ich stehe nur dazu der Initiative, weil das, was wir haben wollen, die Sicherheitskonzeption vor allem und eine saubere Abschaltzeit, dass wir wissen, wann, wie wird der Ausstieg gemacht und nicht open-end, keine Ahnung, haben wir keine Alternative. Sagen, die Initiative ist besser als nichts. Ja, die Initiative ist von den Grünen, ist korrekt. Aber es ist unehrlich in Bezug auf die ganze Klimapolitik. Oder? Jetzt sagt man relativ locker, wir importieren entweder Atomstrom aus Frankreich, also dann ist es ja eigentlich einfach eine Betrügerei und kein Ausstieg. Oder wir importieren aus Deutschland und dort ist der grösste Anteil aus der Kohlekraftwerken. Also das heisst, CO2 einen riesengroßen CO2-Ausstoß. Mhm. Und was ein absolutes No-Go ist, wenn man dann noch diskutieren würde, Gas-Kombi-Kraftwerke zu machen, die absolute CO2-Schleudern sind. Jetzt schaue ich, was wir in der Wirtschaft machen in Bezug auf die Reduktion des CO2-Gehalts. Vom Schweizerischen Gewerbeverband aus tun wir zum Beispiel auch die klimapolitischen Zielsetzungen von Paris für 2050, von Paris
Ja, für zu viele Energiestrategien im Kopf. Die klimapolitischen Ziele, die 50% der Emissionen reduzieren wollen, die unterstützen wir. Oder? Die Energieagentur der Wirtschaft macht seit Jahren CO2-Reduktionsprogramme, die über der Zielerfüllung sind von dem, was der Bundesrat sagt. Und jetzt kommen die und sagen, es ist alles gleich, da haben wir Zeiten und da muss man restriktiv sein. Aber jetzt hier, damit wir die Initiative durchsetzen können, kann man einfach irgendwie... Aber Herr Bigler, muss man jetzt nicht fairerweise sagen, die Wirtschaft und wir Menschen per se sind ein bisschen träge. Es braucht ein bisschen Druck, dass wir uns bewegen. Und wenn wir diesen Druck jetzt nicht irgendwie aufbauen, nachher sind wir, wenn es dann so weit wäre, 2050, dann kommen die gleichen Argumente, jetzt brauchen wir noch mal 10, 20 Jahre. Nein, der Herr Bäumler hat es ja gesagt, der Druck nützt gar nichts, weil wir dann einfach Kohle, Dreckstrom aus dem Ausland importieren. Es ändert nichts, oder? Wir haben einfach hier von heute auf morgen abgestellt, aber wir tun nachher aus dem Ausland den Dreckstrom importieren. Und das ist der springende Punkt. Und die Energiestrategie 2050 will ja umsteigen auf neue erneuerbare Energien mit der Zielsetzung, CO2 zu reduzieren, der Ausstoß, mit der Zielsetzung, einen Beitrag an die weltweite Klimapolitik zu leisten. Da muss man einfach sagen, ich habe heute echt Freude. Energiestrategie, der Herr Bigler steht dahinter mit dem Gewerbeverband. Ja, jetzt sind wir von den Klimazielen. Ja. Der Herr Bigler mit dem Gewerbeverband steht dahinter. Ich muss sagen, das Volk soll der Initiative auch noch Ja sagen, aber sie muss nicht mal unbedingt. Wenn sie all das einhalten, dann werden wir am Schluss das Problem miteinander lösen. Also der Gewerbeverband wird das Referendum nicht unterstützen, nein, oder? Nein, ich muss sagen, das ist positiv. Da können wir für sie. Jetzt haben wir eine kleine Differenz, wie schnell sollen wir jetzt den Schritt machen. Ich habe gesagt, es ist ehrgeizig. Und ich sage, das ist ein Pferdefuss von der Initiative, dass sie natürlich nicht ganz klar sagt, wir können das 1:1 ersetzen im Zeitpunkt. Das braucht ein bisschen länger. Aber wir müssen ja nicht alles quasi selber im Inland erneuerbar produzieren. Ich sage, wir können auch im Ausland, haben unsere, übrigens alle unsere Versorger, haben investiert in erneuerbare Energie. Ich weiss das als EKZ-Verwaltungsrat. Also wenn wir diesen Strom sagen, den rechnen wir in der Schweiz an, haben wir auch dort genug erneuerbar bereits heute, um die kleinen Kraftwerke problemlos zu ersetzen. Also man kann das rechnisch machen, aber physikalisch gebe ich Ihnen komplett recht. Physikalisch werden wir Atomstrom aus Frankreich haben und nachher Wasserstrom aus Süddeutschland. Ja, gut. Also, jetzt, ich will noch einen anderen Aspekt einbringen, nämlich das, was das Ganze kostet und was das auf den Preis ausmacht. Also, sogar die Initianten sagen, dass die Alternative mehr kostet als das, was wir jetzt haben. Können wir uns das denn überhaupt leisten? Ja gut, ich bin mir nicht sicher, ob nicht die Kosten sogar zugunsten von den AKW-Betrieben sind. Darum sind sie ja so verunsichert und sagen ja fast Ja zu Initiativen, weil sie möglicherweise lieber hätten, wir würden sie abstellen und sie könnten Entschädigungen einklagen, die dann wahrscheinlich kommen oder auch nicht kommen, das wissen wir noch nicht, und so sich eigentlich aus dieser ganzen Affäre retten. Das ist ja eigentlich ein bisschen unschön, dass wir beide nicht so genau wissen, was wollen die überhaupt. Ehrlicherweise ist das für mich unschön, dass wir mit der Initiative am Schluss Geld zahlen sollten. Das ist eine unschöne Situation. Ich bin mir noch der Meinung, im Moment verdienen die so wenig daran, dass es unklar ist, ob sie überhaupt Entschädigungen recht anfechten können. Und das würde Jahre gehen. Aber man muss sagen, das Ziel, Ausstieg aus der Kernenergie, erneuerbare Energien, kostet im Prinzip jetzt mehr als Atomstrom. Das ist so. Das kann man so nicht sagen. Sondern? Der Atomstrom ist heute noch einigermaßen günstiger als eine neue Kapazität. Nein, es ist ganz anders. Wir importieren viel billiger Strom, als das AKW produziert. Das ist das Verrückte, dass man eigentlich ökonomisch vom Abstellen würde profitieren würde, weil es nämlich zu teure Anlagen vom Netz gehen. Damit würde der Preis ein bisschen ansteigen. Verbraucher könnten weiterhin konsumieren, wir könnten billiger importieren, statt teuren Atomstrom aus dem eigenen Land nehmen. Ökonomisch ist das Verrückte noch interessant. Die Perversion, wo Sie sagen, wo wir haben, dass es Kohlenstrom könnte sein, würde dazu führen, dass ökonomisch man Geld verdient. Und mit ein paar Räppchen, nicht einmal Räppchen, 0, Rappen, könnte man noch ökologisieren auf dem Papier. Und wir wären sauber draussen. Ökonomischer Gewinn, ökologischer Nachweis und die AKW sind abgestellt. Es ist eine Win-Win-Win-Situation, aber sie ist physikalisch nicht ganz ehrlich. Also, der Aspekt der Wirtschaft. Ich meine, es gibt Branchen, stromintensive, energieintensive Branchen, die sind auch bei euch, die natürlich Hände heben, wenn es heisst, wir stellen jetzt die AKWs ab, 40% vom Strom wird jetzt irgendwie erneuerbar hergestellt. Sie haben das angetönt mit Stromlücken, mit Instabilität und vor allem mit höheren Preisen. Also zunächst einmal, Mühleberg geht 2019 vom Netz. Egal, was wir abstimmen, oder? Jawohl, ja. Das ist ein unternehmerischer Entscheid, der getroffen wurde.
CEO, Frau Thoma, hat klipp und klar gesagt, sie ist gegen die Atomausstiegsinitiative. Sie beziffert eine mögliche Schadenersatzforderung nur für 2 Jahre auf 200 Millionen Franken. Ob das in dieser Höhe so ganz genau stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber einfach einmal das ist in der Öffentlichkeit gesagt worden. Das Problem ist folgendes. Die Gesetzgebung sieht vor, dass die Laufzeit offen ist. Wenn man jetzt die Spielregeln ändert, wenn man jetzt plötzlich sagt, jetzt befristen wir, dann gibt es ganz klar einen Schadenersatzanspruch. Und was wird als Schaden beziffert? Das ist im Prinzip der Ausfall vom Deckungsbeitrag. Nicht vom Gewinn, sondern von den Erträgen, die noch kommen und die Deckungsbeitrag hergezahlt haben. Das wird zu beziffern sein. Ich vermag nicht zu sagen, wie viel das ganz genau ist. Aber es ist davon auszugehen, wenn ich eben auf BKW schauen und was die gesagt haben, dann wird das ein höherer dreistelliger Millionenbetrag sein, wenn nicht sogar in Milliarden. Auf den Bund zukommt. Das kommt auf den Bund zu. Und ob es das über einen Strompreis abgewälzt ist, ist eine offene Frage. Ich würde eher vermuten, dass der Steuerzahler belastet wird und dass man es über die Steuern darf, zahlen. Also alle dürfen dann den Ausstieg zahlen. Und das können wir vermeiden, wenn wir eben in die Energiestrategie gehen und die Werke werden so lange am Netz behalten, wie sie an für sich Sicherheitsanforderungen erfüllen, dann kann man ganz normale unternehmerische Entscheidungen fällen, ohne dass wir die Belastungen haben für die Allgemeinheit und die Kosten, die auf uns alle zukommen. Gut, dort muss ich auch insofern widersprechen. Zwei Punkte. Erstens gehe ich davon aus, dass die eingeforderten Kosten etwa 2 Milliarden sein werden. Also die werden etwa 2 Milliarden einfordern, die sie allenfalls sogar geltend machen können. Das kostet uns also allenfalls. Ja, aber das ist erst eins. Nein, das sind alle, das sind die zusammen. Das wäre etwa zusammen. Also ich würde das bestätigen, sogar höhere Zahlen, rund 2 Milliarden. Wenn wir jetzt aber den Entscheid nicht fällen, was dann, wo die Branche, die am Boden ist und eigentlich ein Problem hat, nämlich an der Konkursseite ist, was dann der Staat irgendwann muss zahlen, wissen wir nicht. Das kann nämlich in die höheren Milliardenbeträge gehen. Also für was? Für den Rückbau von noch irgendwie? Oder wie? Weil wir im Moment schlicht die Branche ja mit dem Parkprämie Wasserkraft stützen, weil sie nicht mehr sagen, die legen jeden Tag drauf. Das heisst, was billiger kommt, jetzt eine Entschädigung zahlen, dass sie nicht mehr laufen, oder zahlen, damit sie ihre Defizite decken können. Das wissen wir im Moment schlicht nicht. Darum den ökonomischen Teil würde ich gerade mal weglassen. Nein, als Diskussionspunkt. Nein, es wird uns anyway, leider wird das etwas kosten, weil der Kohlestrom zu billig ist, weil die Kohle, die Fossilen, viel zu billig sind, weil wir keine Lenkungsabgaben haben. Und weil man CO2-Zertifikat viel zu tief hat, weil man viel zu viel rausgeht, weil man eigentlich ökologisch die falschen Signale gestellt hat im Preis. Haben wir heute ein Problem und hat die Branche ein Problem? Freuen tut sich im Moment der Grosskonsument, der sehr günstige, aber eigentlich von zu billigen Preis profitiert. Und wenn das wieder mal ansteigt, werden die sofort jammern, dass die Preise höher sind. Aber eigentlich sind wir heute in einer Marktverzerrung hinein, die Preise sind zu tief. Ja. Also das ist tatsächlich zu unschön an dieser Energiestrategie. Wir haben massive Subventionen drin, da zahlt der Staat daran her. Gut, aber Gott sei Dank ist es, das ja. Gott sei Dank, ja, weil es befristet ist. Die Laufzeit der Subventionen ist befristet und man geht 2025, wenn ich es recht im Kopf habe, aus den Subventionen. Also haben Sie in sauren Äpfel bitte? Das ist eine Anstossfinanzierung, um den Umbau zu realisieren. Aber dass er überhaupt dem zustimmt? Aber das ist der Negativpunkt. Ja, wir haben immer gesagt, das Positive überwiegt leicht. Das ist das Negative. Das hat aber mit der Schadenersatzforderung überhaupt nichts zu tun. Die Subventionen wird der Staat müssen zahlen und gleichzeitig kommt die Schadenersatzforderung. Es ist nicht eine Wahlmöglichkeit. Sie wird kommen und die Kosten werden anfallen. Ich glaube, du hast nicht verstanden, was ich geredet habe. Ich rede davon, dass unsere grossen Big Five riesen Probleme haben und dass die Wasserkraftprämie, die eigentlich gar nichts mit Subventionen zu tun hat, ursprünglich von neuen Erneuerbaren, mit dem bestehenden Wasserkraft subventionieren mit ein paar hundert Millionen, dass das nie nicht wird lange. Das wird nicht lange, wir werden dort mehrere Milliarden irgendwann machen. Es gibt ja heute Leute, die schon davon reden, eine sogenannte KEF für Kernenergie, eine Subvention für Kernenergie, und das kommt im Fall nicht von grüner Seite, es kommt von SVP-Seite. Da kommt mir das Muffens raus. Da muss ich mir sagen, lieber absolut 2 Milliarden Entschädigungen zahlen, die Kübel sind weg und kosten mich nichts mehr, weder nachher noch Geld, also gutem Geld, schlechtes Nachlegen. Das ist ein bisschen Angstmacherei, oder? Nein, das ist im Moment leider ein reales Szenario, wo mir wehtut. Und darum, ich muss sagen, auch ökonomisch, ich bin gespalten in dieser ökonomischen Sache. Ich will eigentlich nichts müssen zahlen, weil ich bin der Meinung, Unternehmerrisiko müssen Unternehmen tragen. Nur sind die Unternehmungen ja Kantone. Das sind ja wir, die gehören ja uns. Und das heisst, wenn die in eine Schieflage kommen, muss sie sanieren. Die Eigner.
letztlich. Das sind entweder die eigenen Kantone oder es ist der Bund, der dann einspringt, oder das Kombipaket. Und vor dem graut es mir schon ein bisschen. Und das ist ein realistisches Szenario und überhaupt keine Schwarzmalerei. Aber Herr Bigler, kann ich, also wenn ich jetzt euch zugelassen habe, kann man dann davon ausgehen, dass eigentlich Nuklear und Sonne und Wind sich höchstens können, ich sage jetzt, ergänzen, aber sich nie werden ganz können ersetzen. Wenn Sie mir sagen, wir brauchen die Sicherheit, wir brauchen den Boden, wir brauchen die Netzspannung, wir haben die Unsicherheit bei der erneuerbaren Energie, die müssen wir speichern oder buffern oder was auch immer. Wir gehen Richtung Digitalisierung, wo immer mehr Strom braucht, wenn sie in diese Richtung geht, dann wird das nie ersetzbar sein. Ja, das wird tatsächlich die Zukunft müssen weisen. Aber man muss auch eins ganz deutlich sagen. Die heutige Technologie, die ist äußerst problematisch und darum hat man die Energiestrategie 2050 eingeschlagen. Was aber Zukunft bringt und was an neuen Technologien möglich ist, das ist im Moment auch nicht abschätzbar. Und da, glaube ich, muss man offen sein und kann zu gegebener Zeit Weichen wieder stellen. Im Moment haben wir sie in eine Richtung gestellt mit der Energiestrategie. Wenn in 10, 20 Jahren eine neue Technologie kommt, die sicher ist und wo, vor allem eine klimafreundliche Produktion macht, dann ist es denkbar. Gut, aber wer forscht in diese Richtung, in diese Technologien, wenn der Bundesrat sagt, es gibt keine neue Angebote? Ja, also Forschung passiert natürlich nicht primär in der Schweiz, sondern weltweit. Das ist eine internationale Angelegenheit. Für mich ist auch wichtig, dass wir den Forschungsstandort Schweiz offen behalten können und dass man an unseren ETH-Universitäten die Forschung kann betreiben kann, sich mit beteiligen kann, damit man dann, wenn es dann marktfähig ist, auch entsprechend kann profitieren davon. Also ich muss ganz offen sagen, man kann forschen, kann man. Ich bin da ziemlich sicher mit meinem wissenschaftlichen Hintergrund, Kernenergie wird nie mehr in Rentabilität hineinkommen, egal was sich entwickelt. Unterdessen sind die Erneuerbaren so viel im Preis, werden die weiter runterkommen. Die werden sich durchsetzen mittelfristig. Neue Speichertechnologien werden sich durchsetzen. Neue intelligente Sachen, die über weniger Transportkapazitäten werden sich durchsetzen. Die einzige Problematik, die wir haben, ist, wie schnell geht das. Und da haben wir 2024 und 2029 als extrem enge Termin, um das in der Schweiz zu erfüllen. Also das werden wir nicht als Land selber machen können, mit Eigenversorgung, sondern eben da werden wir auf Import angewiesen sein, bis irgendwann 2035, 2040. Was ja mal angedenkt war, so lange hätte ich ja persönlich die beiden grossen Kernkraftwerke laufen lassen, wenn man eine Sicherheitskonzeption hätte, die ist. Und wenn die Initiative nicht durchgehen sollte, das wissen wir noch nicht, werde ich weiter an dem Ziel arbeiten, das ich schon immer daran geschafft habe. Safety first und nachher pragmatisch weiter. Ja, aber Martin Bäumler, jetzt müssen wir gleich, wir sind am Schluss von unserer Sendung, aber ich will gleich von euch noch eine Aussage dazu haben. Wir gehen immer davon aus, energieeffizient und dass wir irgendwo, haben immer alle gesagt, irgendwo müssen wir dann auch mal noch ein bisschen verzichten. Aber wenn wir schauen, in welche Richtung es geht, werden wir immer mehr Strom brauchen, also elektronische Autos, immer mehr Sachen, werden mehr, also tendenziell mehr Strom brauchen. Und wir reden jetzt aber, ja, wir müssen aber auch mal irgendwann noch sparen und verzichten. Es ist relativ einfach. Also wir haben einfach ein Effizienzpotenzial, das mindestens 30% ist. Das werden wir nicht ausschöpfen können, weil eben durch das, dass man viel mehr elektrifiziert, werden wir dann etwas brauchen. Also wir werden eine Stabilisierung auf einem leicht höheren Niveau als heute können wir erreichen, problemlos. Ein Rückgang beliebig wird anspruchsvoll. Da habe ich auch mit dem BFS-Szenario immer ein bisschen mit dem Kritz gehabt, meine Eigenheit ein bisschen weniger optimistisch, weil ich nicht glaube, ohne eine Lenkungsabgabe, die effektiv lenkt, dass das funktioniert. Ich bin einfach Realist. Ich musste ja meine Schuhe ziehen und ich habe daraus gelernt und bleibe Realist. Gut, also das heisst, Fazit, Herr Bigler, die effizienteste Kilowattstunde ist eigentlich nicht die eingesparte, sondern die, die man am produktivsten einsetzt. Ja, ich gehe einig mit Martin Bäumle, dass am Schluss der Markt das wird regeln, welche Technologie das denn die rentabelste ist. Und die wird sich tatsächlich durchsetzen. Ich bin einfach immer offen für neue Innovationen, die ich auch. Das gilt im Übrigen auch für neue erneuerbare Energien. Also beispielsweise die ganze Problematik vom Speicher ist zurzeit nicht gelöst. Wenn dort aber irgendeine Technologie kommt, die das Problem in den Griff bekommt, dann wird das tatsächlich zu massiven Umwälzungen kommen. Es ist auch schwierig,
im Jahr 2016 können sagen, wie sieht das genau aus, 2030, 2040, 2050. Wir haben eigentlich mit dieser Strategie eine Stossrichtung bestimmt. Und das ist der Inhalt von jeder Strategie, auch in den Unternehmungen. Da macht ihr immer wieder Lagebeurteilungen, machen, schauen, was ist an neuen Rahmenbedingungen gegeben, wie tut man eine Strategie adaptieren und wie tut man sich neu ausrichten. Insofern kann nichts falsch sein, dass man eine Energiestrategie grundsätzlich hat. Aber es braucht Flexibilität. Nicht alles, was wir jetzt heute genau so festgenagelt haben, wird in 10, 15 Jahren noch genau gleich umgesetzt werden. Eine kurze Antwort auf die gleiche Frage. Stichwort Energieeffizienz. Wo müssen Sie ganz persönlich mehr Strom sparen? Also ich habe schon ziemlich viel optimiert, aber mein Kühlschrank ist noch alt, weil ich Mühe habe, einen alten Kühlschrank, der noch läuft, vorzurühren, nur weil er zu viel Strom braucht. Aber es ist klar, dort müsste ich heute einen Triple-A-Kühlschrank haben und dann hätte ich dort noch ein Rechtspotenzial in meinem Haus. Herr Bigler, wie sieht es bei Ihnen aus? Ich muss mich immer wieder zwingen, bei den Geräten den Standby-Schalter auszudrücken. Gut, also wir haben alle noch Potenzial. Hans-Ulrich Bigler, Martin Bormann, danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung. Ja oder nein zu einem raschen Atomausstieg? Pro und Contra zu der Abstimmung vom 27. November über die Atomausstiegsinitiative diskutiert, haben die beiden Zürcher Nationalräte Martin Bäumli von der GLP und Hans-Ulrich Bigler von der FDP. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Spannend geht es jetzt weiter im Report mit dem Aktuellsten aus der Region. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch